Hat es lang gedauert? Ja, soll ich sagen, warum? Ja. Naja, es geht schon ziemlich gezielt um europäische Klaviermusik mit Jazz-Einflüssen. Aber man kann dabei viel über die klassische Moderne als Ganze erfahren. Es geht natürlich hauptsächlich um die antiromantische oder antiwagnerianische Richtung, denn aus der kamen ja damals all die Ragtimes und Cakewalks und Shimmies. Aber es geht auch um Schönberg. Obwohl, wenn ich mal pathetisch werden darf, der hat sich ja viel weiter vorgewagt. Man kann sagen, in neue Welten, Plural. Und er konnte an der Musik der neuen Welt, Singular, gar nicht so viel Aufregendes finden. Wohlgemerkt an der Musik. Als Land hat Amerika vielen, um die es hier geht, das Leben gerettet. I have immense respect for Schönberg. Und ich erst. Aber jetzt fangen wir mal ganz vorne an bei Debussy. London im Jahre 1895. Zu Weihnachten erscheint ein Kinderbuch der englischen Illustratorin Florence Kate Upton. Florence Uptons Bilder, dazu die Limerick-ähnlichen Verse ihrer Mutter, erzählen darin die Abenteuer zweier Holzgliederpuppen, sogenannter Dutch Dolls, mit Namen Sarah Jane und Peggy Deutschland. Aus einer amerikanischen Flagge schneidern sich die beiden Kleider. Und kaum sind sie ersten strapaziösen Abenteuern entronnen, da fährt ihnen ein neuerlicher Schreck in die Holzglieder. Peggy Deutschland schreit auf und auch Sarah Jane wendet sich entsetzt ab. Wovor? Was hat sie so erschreckt? Es ist ein horrid sight, ein furchterregender Anblick. Vor ihnen steht unversehens The Blackest Gnome. Der Schreck ist aber im Nu verflogen, der Gnome kommt freundlich näher. Die Angst vom schwarzen Mann erweist sich gleich als unbegründet und er stellt sich vor. Sein Name ist der Gollywog. Das also ist die Geburtsstunde des Gollywog, der Beginn einer langen Freundschaft und einer Erfolgsgeschichte. Mutter und Tochter Upton veröffentlichen bis 1909 noch 12 weitere Gollywog-Bücher. Für Kinder gibt es den Gollywog als Puppe, ein Parfumhersteller macht einen Flakon daraus, einer Marmeladenfirma dient er als Logo und als Werbeartikel. Es gibt ihn als Anstecknadel, als Teekanne oder Eierbecher. Dann aber in jüngerer Zeit wurde es stiller um ihn. Eine Frage der Political Correctness. Der Name? Vielleicht nur ein kindlicher Reim auf ein amerikanisches Wort für die Kaulquappe, Pollywog. Jedenfalls eine Wortschöpfung der Autorin und doch bis heute etymologisch umrätselt. Wie auch immer, der Name Gollywog also gilt heute als rassistisch. So wurde Carol Thatcher, die Tochter der ehemaligen britischen Premierministerin, bei der BBC gekündigt, nachdem sie den Tennisspieler Gael Monfils einen Gollywog genannt hatte. Dass der Gollywog nicht in Vergessenheit gerät, verdanken wir vor allem dem nach ihm benannten Klavierstück von Debussy. Wie ist das eigentlich? Wenn verfängliche Inhalte und Formulierungen Bestandteil einer Partitur sind, dann scheinen sie durch die Vertonung eine Art Immunität zu genießen. Während in reinen Theaterstücken rüde gestrichen und manipuliert wird, haben Opern relativ wenig zu befürchten. Kaum bliebe sonst die Zauberflöte ungeschoren, die den Mohrensklaven Monostatos als animalischen und hinterhältigen Fiesling vorführt, der die verbotene Begierde nach der weißen Pamina mühsam unterdrücken muss, weil, so der Wortlaut seiner Arie, ein Schwarzer hässlich ist. Und ich soll die Liebe meiden, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Auch im Rosenkavalier würde der Kakao womöglich nicht mehr von einer Art Sarottimor serviert. Erst recht, und wohl auch zu recht, bleibt Instrumentalmusik unbehelligt. Gut möglich, dass Debussy-Titel wie Le Petit Nègre bzw. The Little Negro, ursprünglich gar The Little Nigger und eben auch Gollywogs Cakewalk die Welt in Verlegenheit brächten, wären es nicht unschuldige Überschriften ebenso unschuldiger Musikstücke.
Kehren wir zurück an den Anfang des 20. Jahrhunderts, als Florence Upton mit ihrer Mutter ein Kinderbuch nach dem anderen herausbrachte und damit Debussy zu Gollywogs Cakewalk anregte. Das Stück steht am Ende von Children's Corner, einer sechsteiligen Suite, die er zwischen 1906 und 1908 komponierte und seiner kleinen Tochter Claude Emma, genannt Chouchou, widmete. Beide, Florence Upton wie Claude Debussy, waren, ohne für deren rassistische Klischees anfällig zu sein, inspiriert von den sogenannten Minstrel-Shows. Das waren clowneske Varieté-Darbietungen, in denen schwarz geschminkte Weiße das Stereotyp des dümmlichen, Banjo-spielenden, naiven, immer fröhlichen Sklaven bedienten. Durch die Shows wurde in Amerika, dann auch in Europa, ein Tanz im Vier-Achtel-Takt, geschrieben als Zweiviertel-Takt, populär, der Cakewalk. Man erkennt ihn an einer rhythmischen Figur, bei der, ähnlich wie im allerdings langsameren Tango und der Habanera, die 2 des Vierertaktes auf die 1 und vorgezogen erscheint. Man rechnet diese rhythmische Figur schon zu den Synkopen, also Akzentverschiebungen. Obwohl die Betonungen des Vierermetrums, also die 1 und die 3, dabei buchstäblich intakt bleiben. Im Unterschied zu den Synkopen im angeblich so nah verwandten Ragtime oder im frühen Jazz und den davon geprägten Modetänzen hatte diese Rhythmik noch nicht das Zeug zum Staunen der abendländischen Welt, in der Ähnliches gang und gäbe war. Ja, mit etwas Geduld kann man in der abendländischen, etwa der deutschen Musiktradition, sogar solche rhythmischen Phänomene aufstöbern, die recht eigentlich erst dem Jazz zu verdanken sind. Zum Beispiel bei Beethoven oder schon bei Bach. Das heißt, in Epochen, in denen afroamerikanische Musik entweder noch gar nicht entstanden, oder doch in Europa noch so unbekannt war, wie im späten Mittelalter die Kartoffel. Gut, es gab solche Phänomene eher selten. Immerhin, es gab sie. Doch davon später. Zurück zu den Cakewalk-Adaptionen von Debussy.
Hier hat er über mehrere Jahre hinweg geschrieben. In den früheren, nämlich im Little Negro und in Golliwogg's Cakewalk, kann man das rhythmische Modell deutlicher erkennen als in den späteren, nämlich Minstrels und General Levine Eccentric, wo die Synkope nur noch gleichsam durchschimmert. Das ist so verwunderlich nicht. Gut, Debussy ist ein Musiker an der Schwelle zur Moderne, der sich mit wachem Sinn für Unverbrauchtes peu à peu vom tradierten Idiom entfernt. Auch um damit die akademischen Hüter altehrwürdiger Traditionen zu verstören. Dabei ist auch Exotik als frischer Wind aus Übersee willkommen und bedeutend. Manches bei Debussy geht auf Eindrücke von den Pariser Weltausstellungen zurück. So wird zum Beispiel immer wieder auf das Erlebnis indonesischer Gamelan-Orchester hingewiesen, wenn von der Bedeutung der Ganztonleiter bei Debussy die Rede ist. Überhaupt scheint das Unorthodoxe bei ihm primär in der Harmonik zu bestehen, in der Wahl und der Verbindung der Akkorde und nicht so sehr im Rhythmischen, jedenfalls nicht in einer Vorliebe für Synkopen. Andererseits, in Golliwogg's Cakewalk spielt der Rhythmus eine wichtige Rolle. Am Anfang und am Ende erinnert alles an die starksigen Verrenkungen von Minstrel-Tänzern. Aber in der Mitte geschieht etwas Eigenartiges. Die Bewegungen werden deutlich langsamer, gedehnter. Und es erklingt ein pathetisches Motiv von bleierner Schwere, zu spielen avec une grande émotion. Hier wird unüberhörbar auf den Beginn von Wagners Tristan angespielt. Mehrmals klingt das Zitat an, jedes Mal wird es mit a tempo hingeworfenen Staccati quittiert, die im Kontext wie Hohngelächter klingen. Ein paar Mal geht das so, bis dem Lamentieren keine Beachtung mehr geschenkt wird und die Bühne wieder dem Cakewalk gehört. So wird Debussys Hassliebe gegenüber Wagner mit Händen greifbar. Und so macht ein Komponist, indem er Musik über Musik schreibt, die Töne berät, wie sonst nur Worte es sein können. Das Witzige bei dem Zitat ist eigentlich, dass es nach den ersten drei Tönen, wo der Tristan-Akkord kommen müsste, anders weitergeht.
Wagner, Debussy. Witzig insofern, als ausgerechnet die Stelle, die ich als Gelächter bezeichnet habe, wie übrigens auch das Intro, im Wesentlichen aus den Tönen des Tristan-Akkordes besteht. Was hat es eigentlich mit diesem Klang auf sich? Wie kommt es, dass der Ausdruck über die Grenzen der Fachwelt hinaus zu einem geläufigen Begriff wurde? Der Akkord als solcher gibt das kaum her. Den gab es schon vor Wagner. Und die Harmonielehren, die klassischen so gut wie die des Jazz, wissen den Klang einzuordnen, ohne den Begriff Tristan-Akkord dafür bemühen zu müssen. Gut, der Beginn dieser Wagner-Oper und nicht nur der Beginn bezeugt, wie die europäische Musikgeschichte danach strebt, zu einer Gleichwertigkeit aller 12 Töne vorzudringen und auch die Dissonanzen zu emanzipieren, sie also nicht mehr in Konsonanzen aufzulösen. Der Tristan-Akkord enthält 2 Dissonanzen. Durch die Fortschreitung der Oberstimme kommen 2 weitere hinzu. Dann kommt statt einer Auflösung ein Akkord mit gleich 4 neuen Dissonanzen. Der verwandelt sich in den Dominant-Sept-Akkord, aber auch auf den folgt wiederum keine Auflösung, sondern eine Pause. Ohne die Bedeutung Wagners als Wegbereiter der Schönbergschen Atonalität schmälern zu wollen, darf man sie doch einmal vorsichtig relativieren. Wenn es darum geht, die 12 Töne der chromatischen Skala zu emanzipieren und Dissonanz auf Dissonanz zu häufen, so konnte er an Bestehendes anknüpfen. Andererseits ist die Tristan-Harmonik ein wichtiger Meilenstein. Sie ist, was ihre tonartliche Verwandtschaft betrifft, von verstörender Mehrdeutigkeit. Außerdem steigert sie die romantische Expressivität und Schwermut in einem solchen Maße zu einem buchstäblich todernsten Gestus, dass sie in Frankreich, ob zu Recht oder zu Unrecht, als teutonisch auftrumpfend und anmaßend empfunden wurde. Debussy reagiert darauf mit bewusst unprätentiöser und scheinbar unbekümmerter Musik, die so tut, als hätte sie für diesen Gestus nur ein müdes Lächeln übrig. Das bezeugen seine Cakewalks, allen voran natürlich der mit dem verhohnepiepelten Tristan-Zitat. Was das Moderne und Unorthodoxe in Debussys eigener Harmonik betrifft, lohnt ein Blick auf General Levine Eccentric. Auch dieser Cakewalk enthält ein Zitat, und zwar eines, das direkt aus dem Repertoire der Minstrel-Shows stammt. Einem der sogenannten Plantagen-Songs von Stephen Foster mit dem Titel The Camptown Races. You Camptown ladies, sing this song. You Camptown racetrack 5 miles long. I come down there with my hat caved in. I go back home with a pocket full of tin. Wine to run all night, wine to run all day. My money on the bobtail nag, somebody bet on the bay. The long tail filly and the big black horse. They fly the track and they both cut across. The blind horse sticking in a big mud. Und so klingt das bei Debussy. Geradezu genüsslich wird eine der zentralen Regeln der Harmonielehre übertreten. Das Parallelenverbot. Und die einzelnen Akkorde werden so gewählt und kombiniert, dass sie keinen gemeinsamen Ton haben, also keine Verwandtschaft mit dem Nachbarn, so dass alle 12 Töne auf engstem Raum zusammenkommen.
Das also bezeugen Debussys Stücke, auch seine Cakewalks. Eine Harmonik, welche die Tonalitätskrise der Romantik weiter forciert, aber eine Schnoddrigkeit, die Wagnerschen Pathos eine Absage erteilt. Mit einem Wort: Antiromantik. I like very much this corner. When I played in Venice the first time, the negative, he said, wird es lange dauern? No. Will it last long? Yeah. Ja, ich sage, so lange, wie es interesting ist. Yeah. Yeah. As long as it is interesting. Yeah. Yeah. And in the interest of it was, you know, of course, the chord was rather a new chord, yes. You know, yeah. 8 notes chord, yeah. But the accents were even more new. Exactly. Yeah, and the accents were really the foundation of the whole thing. Yeah. That's good. Yeah. That I don't say that this is, you know, the orgel point. Yeah. The orgel point were others. Yeah. Wovon ist hier die Rede? Igor Strawinsky, 1965, als das Interview gedreht wurde, bereits 83 Jahre alt, erinnert sich an die Entstehungszeit seines Sacre du Printemps, uraufgeführt in Paris 1913, 5 Jahre vor Debussys Tod. Und das ist der 8-stimmige Akkord, den er erläutert. Neu an diesen und ähnlichen Klängen ist die sogenannte Bitonalität. Wie wir sahen, werden Akkorde, die zusammen ein vieltöniges und dissonantes Material abgeben, schon bei Debussy unvermittelt nebeneinander gestellt. Aber eben nebeneinander. Strawinsky geht einen Schritt weiter, indem er sie zu clusterartigen Gebilden übereinander schichtet. Der Klang aus dem Sacre besteht aus zwei Dur-Dreiklängen: Fes-Dur und Es-Dur, Es-7 um genau zu sein, deren Grundtöne, eine kleine Sekund, eine scharfe Dissonanz also, voneinander entfernt sind. I adore dissonances. You always did. Dissonances. No. I adore dissonances. But that's not the fact. But you know, and I fürchte consonances. Yeah. Das ist viel schwerer, yeah, interessant zu sein in consonant music als in dissonant that's music. That's true. Viel schwerer. True. Und ich zahle sehr viel dafür, dass ich eine gute Konsonanten-Musik schreiben kann. Die interessantesten Dissonanzen kommen auch in der Piano-Rag-Musik von 1919 durch Bitonalität zustande. Wenige Augenblicke nach dieser Stelle spielt die rechte Hand Fis-Dur. Dazu spielt die linke Hand C-Dur, das ist die Tonart, die mit Fis-Dur am wenigsten verwandt ist. Was für Debussy der Cakewalk, das ist für Strawinsky der Ragtime. Wo liegt der Unterschied? Wie gesagt,
die Cakewalk-Synkope berührt in der Regel nur eine unbetonte Zählzeit wie die 2. Dagegen hat der Ragtime à la Scott Joplin schon den im Jazz so wichtigen Offbeat, das Verlagern von Melodieakzenten vor die betonten Zählzeiten des Taktes, vor die 1, noch häufiger vor die 3. In traditionellen E-Musik Europas waren vielerlei Synkopen keine Seltenheit, Offbeat-Phänomene aber die Ausnahme. Die Rhythmik des Jazz unterscheidet sich deutlich von der europäischen. Sie unterscheidet sich aber kaum minder deutlich von den komplexen Rhythmen jener Afrikaner, die bis ins 19. Jahrhundert hinein millionenfach geraubt, nach Amerika deportiert und, vorausgesetzt sie überlebten die Überfahrt, dort versklavt worden waren. Der Jazz lebt von der Spannung zwischen Offbeat und Beat, also zwischen den vom Metrum wegzielenden, meist vorpreschenden Melodieakzenten und dem Metrum selbst, das weißen, also europäischen Ursprungs ist. Damit die unverwechselbare Wirkung von Offbeats sich einstellt, muss der Beat als fester Bezugsrahmen deutlich präsent sein. Darum sind Temposchwankungen oder Taktwechsel im traditionellen Jazz selten. Was Stravinsky betrifft, so bietet sich hier ein Vergleich zweier Kompositionen an. Der Piano Rag Music für Klavier und des Ragtime für 11 Instrumente. Den hat er zwar auch für Klavier bearbeitet, das ändert aber nichts daran, dass ihm die Originalbesetzung für die titelgebenden 11 Instrumente sehr am Herzen gelegen haben muss. Beim Vergleich soll darum zwar die Rhythmik im Vordergrund stehen, denn was er über den Sacre sagt, Accents were really the foundation of the whole thing. Das trifft auch hier zu. Dennoch, der ungewöhnlichen Originalbesetzung gebührt besonderes Augenmerk und darum wohl auch der Vorrang gegenüber der Klavierfassung. Das Instrument, das ein bisschen wie ein malträtiertes Kneipenklavier klingt und wohl auch klingen soll, ist ein ungarisches Zimbalom, in der bayerisch-österreichischen Volksmusik auch als Hackbrett bekannt.
Ich konnte zum Beispiel noch spielen. Ja? Oh yes. Like this? Ich habe es gekauft in Genf. Ah ja. Ich habe es gekauft. Für 1.500 Franken. Das war viel Geld damals. Viel Geld, ja. Aber ich habe es gekauft und ich hatte es mehrere Jahre gehabt. Ja. Wenn ich mehr das nicht brauchte, ja. Ich habe Debussy das gezeigt in Paris. Ja. Und er war entzückt. Ja. Er hat es auch etwas geschrieben für Cimbalom. Nie, aber man kann nicht finden, jemanden, der das spielt. Ganz schwer. Da habe ich selbst gelernt, das zu spielen. Ich hatte einen Teacher, der jetzt gestorben ist. Ich habe verschiedene Hämmerchen gehabt. Der Ragtime für 11 Instrumente ist durchweg im Viervierteltakt notiert. Das muss bei Stravinsky noch nicht viel heißen, aber in diesem Fall hält der Grundrhythmus weitgehend, was die Taktangabe verspricht. Und das aus gutem Grund, denn, wie gesagt, eine Synkope kommt am besten als Abweichung von der Norm zur Geltung, wenn auch die Norm selbst wahrnehmbar ist. Mit anderen Worten, ohne Time kein Ragtime. Was übersetzt ja so viel heißt wie zerfetzte, zerrissene Zeit. Stravinskys rhythmische Freiheiten wie auch seine Dissonanzen basieren oft nicht wie bei Schönberg und dessen Schule auf wahrer Emanzipation und Autonomie, sondern sie sind Eskapaden. Wie in einem kubistischen Bild, in dem die Gegenstände, die es verformt und zerbricht, noch identifizierbar bleiben, so kann man Stravinskys Dissonanzen ansehen, welche Konsonanzen mit ihnen verhindert werden. Und die rhythmischen Kapriolen wirken, weil die Taktordnung, die sie unterlaufen, ebenfalls gegenwärtig ist. Jedenfalls mindert der Viervierteltakt nirgends die Freude am Bruchstückhaften und Diskontinuierlichen, an Collage und Verfremdung, die den Ragtime für 11 Instrumente charakterisiert. In der Piano-Rag-Music liegen die Dinge etwas komplizierter. Schon im Notenbild fällt auf, dass das Stück, abgesehen von vielen Taktwechseln, über weite Strecken ganz ohne Taktstriche notiert ist. Das liegt an gezielt platzierten Stolperern der Melodie, die immer wieder durch eine überschüssige Achtel hier oder eine fehlende Viertel dort gegen den unverdrossen gehämmerten Beat verschoben wird. So weitreichend, dass es müßig wäre, für das resultierende rhythmische Gefüge eine einheitliche Schreibweise finden zu wollen. Solche Eskapaden bringen das rhythmische Geschehen empfindlicher durcheinander als die gängigen Ragtime-Synkopen. Die gibt es in diesem Stück zwar auch, besonders gegen Ende, allerdings doppelt so schnell wie der Rest, als hastige Sechzehntelfiguren über einem Achtelbeat, sodass sie nicht wie die Auflockerung und Belebung einer schreitenden Bewegung wirken, sondern hektisch, nervös, atemlos. Musik
Stravinsky hat das Stück dem Pianisten Arthur Rubinstein gewidmet. Er hat ein Stück geschrieben, das war die Zeit des ersten Jazz in Amerika und das hieß Ragtime, Piano Ragtime. Hat er wunderbar auskopiert, selbst rein wunderbar geschrieben, mit Blümchen drauf gemalt und kalligrafisch, nicht wahr, mit mir dediziert und schickte es mir nach Amerika während meiner Tournee im, glaube ich, 21, im Jahre 21. Ich war ganz stolz, nicht wahr, darauf. Stolz, aber auch befremdet von Stravinskys antiromantischer Haltung. Und wenn ich das richtig weiß, so hat Rubinstein das Stück letztlich abgelehnt mit der Begründung, er brauche keine Rhythmus-Etüde. Vielleicht hat Rubinstein sich genau an jener nervösen Unerbittlichkeit der Piano-Rag-Music gestört, die Adorno veranlasst hat, Stravinsky ausnahmsweise zu loben. Ausnahmsweise insofern, als Stravinsky bei Adorno unterm Strich kaum besser wegkommt als Jazz und populäre Musik. Und die lehnt er ab. Weil die ganze Sphäre der Unterhaltungsmusik, auch wo sie irgendwie modernistisch sich aufputzt, so mit dem wahren Charakter, mit dem Amüsement, mit dem Schielen nach dem Konsum verbunden ist, dass also Versuche, dem eine veränderte Funktion zu geben, ganz äußerlich bleiben. Und ich muss sagen, wenn also dann irgendjemand sich hinstellt und auf eine im Grunde doch schnulzenhafte Musik dann irgendwelche Dinge darüber singt, dass Vietnam nicht zu ertragen sei, dann finde ich, dass gerade dieser Song nicht zu ertragen ist, weil er, indem er das Entsetzliche noch irgendwie konsumierbar macht, schließlich auch daraus noch etwas wie Konsumqualitäten herauspresst. Ausnahmsweise auch insofern, als er nicht zuletzt durch den Kompositionsunterricht bei Alban Berg dem Schönberg-Kreis nahestand und auf dessen Fortschrittlichkeit auch pochte, um seine Vorbehalte gegen Stravinsky zu begründen. Aber wie gesagt, der Ragtime für 11 Instrumente und die Piano-Rag-Musik fanden seine Gnade, gehören für ihn zu Stravinskys gelungensten Stücken. Im populären Jazz lassen, so Adorno, die Synkopen dem Menschen nur zum Schein individuelle Freiräume und Schlupfwinkel. Sie bleiben dem starren Taktschema als unerbittlich und autoritär überwachtem Zeitmanagement unterworfen. Wenn die Melodierhythmik innerhalb der Taktordnung synkopisch ausbüchst, so ist das für Adorno nur ein Aufmucken, dem die Bereitschaft, sich zu ducken, schon innewohnt. Mag das Inhumane im populären oder, wie Adorno sagt, naiven Jazz durch Reste von Sentimentalität und falscher Individualität überdeckt werden, in der Piano-Rag-Music von Stravinsky lassen die erbarmungslos gehämmerten, aber auch durch Stolperer und Ausraster sich überschlagenden Rhythmusfloskeln die Unmenschlichkeit der industrialisierten Massengesellschaft zutage treten. Adorno und, soweit ich weiß, niemand außer ihm behauptet übrigens auch, das Stück sei für mechanisches Klavier geschrieben. Auch falls das nicht stimmt, weil es ja immerhin einem leibhaftigen Pianisten gewidmet ist. Die Piano-Rag-Musik muss abschnurren wie eine Maschine, ohne Stillstand und ohne Seele. Und sie verkörpert so das genaue Gegenteil der Musik Schönbergs, Bergs und Weberns, auch zu der von Adorno, in der Wagners romantische Expressivität zum Expressionismus gesteigert wird. Same, I'm astonished that you have Wagner in your studio. I have not only in my studio, I have Wagner in my head.
Mm-hmm. I have very often Wagner in my ears. Mm-hmm. Which is maybe also in my head. Mm-hmm. And I think very much about Wagner today, yes. Much more than I thought maybe 20 years ago. Well, you were in a revolutionary state then when you were against him. I was against him for right reasons. Yeah. As I am for him now, also for right reasons. I see. Only a wise man changes his mind. It will not change, it adds. Yeah, it adds. Yeah. Yeah, it's good. Es ist sicher kein Zufall, dass sich Strawinsky im Alter etwa zur selben Zeit, in der er seine Ablehnung gegenüber Wagner überdenkt, Schönbergs und Weberns Zwölftontechnik zuwendet. I'm very close to Webern, much closer than to Schönberg. Yeah. I have immense respect for Schönberg. But you know, I have not immense love as I have for the variations of Webern. Ein Ergebnis von Strawinskys Nachdenken über Wagner lautet: A great musician couldn't do bad things, couldn't do. Mm-hmm. But I thought about le mal qu'il faisait à certaines choses. Dieser kleine Cakewalk von 1904 stammt von dem Herrn, der gerade von links ins Bild hüpft. Es ist Erik Satie, Jahrgang 1866. Satie galt in Paris der frühen 20er Jahre als eine Art Vaterfigur für jenen Kreis damals junger Komponisten, der als Groupe des Six bekannt wurde. Dieser kleine Chimmy von 1921 stammt von dem Herrn, der gerade von rechts aus der Tür kommt. Es ist Darius Milhaud, Jahrgang 1892. Milhaud galt neben Arthur Honegger und Francis Poulenc als der vielleicht wichtigste Vertreter dieser Gruppe. Die Groupe des Six war keine Institution. Was die sechs Musikerpersönlichkeiten nach dem Ersten Weltkrieg zusammenführte, war trotz mancher Berührungspunkte kein ästhetisches Programm, sondern in erster Linie Sympathie. Gut vier Jahrzehnte später, mit über 70, beschreibt Milhaud das mit dem Wort amical. Dans Critique, qui a fait après un concert un article qui s'appelait Les Six Français, les Cinq Russes et les Six Français. Alors ils ont dit, bon, nous sommes les Six, bon, bravo, bonjour, les Six. Mais c'était un groupe basé sur l'amitié, mais non pas sur l'esthétique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus différent que la musique de Poulenc et celle d'Honegger ou celle d'Horry que la mienne? Mais vous insistez aussi dans votre livre sur un autre point qu'il faut peut-être toujours rappeler, c'est que ce groupement en six n'impliquait pas que vous faisiez la même musique. Ah non, mais bien entendu, ça vous dit que c'est un groupement amical, c'est pas un groupement esthétique. Par conséquent, nous sommes tous très différents. Moi, je suis d'influence méditerranéenne. Arthur Honegger, qui était suisse d'origine de Zurich, était plus poussé vers les traditions germaniques.
Francis Poulenc et Georges Oryx étaient davantage le folklore de Paris, et Germaine Taillefer était vraiment dans la tradition de Lucie Ravel. Par conséquent, nous allions tous dans des chemins différents, heureusement. Non, vous savez, c'est une petite mise au point qu'il faut faire de temps en temps. Après la Première Guerre, dans cette période d'euphorie où l'on croyait que la paix était assurée pour toujours, que tout le monde était heureux, les jeunes musiciens de ce temps-là, naturellement, les mêmes générations se groupent toujours. Et alors nous avons donné quelques concerts, mais sans avoir jamais eu l'idée de nous compter, parce qu'il y a eu des programmes où il y avait 7 ou 8 noms inscrits dessus. Auch in einem der letzten Interviews sagt Mio: La plus belle époque que j'ai vécue, c'est l'époque de 1920, toute la première après-guerre. Alors là, il y avait une espèce d'optimisme. On croyait, on avait tort, mon Dieu, que ce serait la dernière des guerres. Et alors, on était détendu, on pouvait travailler dans la joie, c'était merveilleux. Die 20er Jahre bescherten Mio Lebensfreude und prägende Erlebnisse. Zum Beispiel seine erste Begegnung mit dem Jazz. 1920 trat in London Billy Arnolds American Novelty Jazz Band auf. Unter den Zuhörern ein beeindruckter Darius Milhaud. Roaring Twenties waren also prägend, aber die Jahre vor dem Krieg und während des Kriegs waren es auch. Mio kam aus der Provence, aus einer alten jüdischen Familie. 1909, mit 17, zog er nach Paris. Felix Weingartner dirigierte dort den Ring des Nibelungen und Mio ging hin. Dann ließ er sich von seinem Cousin in den Tristan schleifen und auch noch den Parsifal über sich ergehen. Aber dann war Wagner, der damals schon ein Vierteljahrhundert tot war, für Mio endgültig gestorben. In seinen Memoiren ist es nachzulesen. Er fand Wagners Musikdramen sterbenslangweilig, abstoßend, anmaßend, aufgeplustert und vulgär. Ziemlich wörtlich schreibt er: Mein lateinisches Herz konnte einfach mit dem ganzen philosophischen Blabla, dem ganzen mystischen Blech nichts anfangen. Mio konnte nicht ahnen, dass in diesen Jahren auch ein junger Österreicher, nur 3 Jahre älter als er selbst, aus der Provinz nach Wien gezogen war und dort in den gleichen Wagner-Opern so ganz andere Schlüsselerlebnisse hatte. Adolf Hitler, so hieß dieser junge Österreicher, glaubte nämlich, in Wagners Werk Parallelen zum eigenen monströsen Weltbild zu entdecken. So viel steht fest. Wagner war in der Tat ein übler Antisemit. Die wenigen Witzfiguren auf seiner Bühne sind unschwer als ziemlich böse Judenkarikaturen dechiffrierbar. Alberich, Mime, Beckmesser, eben all die Zurückgewiesenen, wie Adorno sie nennt. Aber damit und auch mit dem berüchtigten Pamphlet über das Judentum in der Musik von 1850 hatte der Komponist bei aller Boshaftigkeit sicher nicht im Sinn, posthum
zum Komplizen oder auch nur zum Vordenker des unbegreiflichsten aller Menschheitsverbrechen gestempelt zu werden. Dass Bayreuth und dass der Name Wagner mit der Nazi-Barbarei in Zusammenhang gebracht wird, das hatte der tote Meister denn auch weniger den eigenen antisemitischen Entgleisungen zu verdanken, als vielmehr dem Rassenwahn seiner Hinterbliebenen, dem seiner Witwe Cosima, dem seines Schwiegersohnes Houston Stuart Chamberlain und dem seiner Schwiegertochter. Gerade die gehörte mit zu denen, die unentwegt an den Führer glaubten, an die nationalsozialistische Idee glaubten und haben, ich kann wirklich sagen, durch dick und dünn zu ihm gestanden. Winifred, geborene Williams, adoptierte Klintwort, verwitwete Wagner, war in Hitler, den intimen Hausfreund der Villa Wahnfried, verliebt und sie hätte beinahe seinen Heiratsantrag angenommen. All das entwickelte sich in den 20er Jahren, also in der vermeintlich so sorglosen Zeit, die Mio seine schönste nannte, weshalb er auch nicht ahnte, dass derselbe Wagner, dessen Musik er so leidenschaftlich verabscheute, ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod beinahe der Schwiegervater des Mannes geworden wäre, dessen Truppen im Juni 1940 in Paris einmarschieren würden. Et les armées sont arrivées à Paris. L'Allemagne triomphait vraiment. Mio fiel nicht in die Hände der Mörder, weil es ihm noch gelang, mit seiner Familie über Lissabon nach Amerika auszureisen. Nach dem Krieg stellte sich dann heraus, dass über 20 von Mios Cousins den Tätern und den Helfershelfern des Holocaust zum Opfer gefallen waren. Doch zurück noch einmal vom Ende des Zweiten Weltkrieges in das Paris der Jahre, als beide Weltkriege noch bevorstanden, das Paris der deshalb gerne sogenannten Belle Époque. 1911 wurde Petruschka uraufgeführt, 1913 der Sacre du Printemps. Und Mio wurde in diesen Jahren, in denen er durch den Ring, den Tristan und den Parsifal zum leidenschaftlichen Wagner-Hasser wurde, gleichzeitig zum ebenso leidenschaftlichen Stravinsky-Anhänger. Stilistisch geht denn auch vieles bei Mio unüberhörbar auf das Vorbild Stravinskys zurück. Besonders die Bitonalität, die wir schon durch den Sacre und die Piano-Rag-Music kennengelernt haben. Es gab sie schon in Petruschka. In den Jazz-ähnlichen von Mios Klavierstücken kann man die bitonalen Passagen manchmal ganz einfach daran erkennen, dass die linke Hand über mehrere Takte hinweg nur schwarze, die rechte nur weiße Tasten spielt. Zum Beispiel in Caramel Mou. Oder in den drei Rag-Kapricen. Thank you.
qui a été pour moi le coup de foudre, et ce qui a pour moi déterminé une grande orientation de ma vie, ça a été ma rencontre avec Paul Claudel. Claudel avait entendu parler de moi par Francis Jam. Et quand il était consul à Francfort, il m'avait écrit à Paris, j'avais 20 ans à ce moment-là, qu'il allait venir à Paris et qu'il viendrait me voir, ce qui moi m'a rendu absolument dans un état d'agitation extrême à l'idée de recevoir chez moi l'homme que j'admirais le plus au monde. Et en effet, dès que j'ai vu Claudel et qu'il a un peu entendu de ma musique, il m'a dit « Vous êtes l'homme qu'il me faut pour leur estimer tout de suite. » Peut-être qu'il a senti qu'il y avait en moi une force qui coïncidait avec la sienne. Zur ersten Begegnung mit dem Dichter Paul Claudel kam es also auch in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Wenn Millot nach dem wichtigsten geistigen Weggefährten seines Lebens gefragt wurde, dann war fortan seine Antwort: Ja, Claudel. Claudel war Dichter und Millot hat vieles von ihm vertont. Er war aber auch von 1917 bis 18 französischer Botschafter in Brasilien. Und Millot war sein Attaché. Millot war von Brasilien sehr angetan, zum Beispiel vom Kontakt mit dem großen tropischen Regenwald oder anders ausgedrückt vom Kontakt avec la grande forêt tropicale. Aber auch von der brasilianischen, wie überhaupt von der südamerikanischen Musik, die seine eigene vielleicht stärker beeinflusst hat als der Jazz. Einer der Großen aus der Gruppe des Six, Francis Poulenc, ist sich da ganz sicher. Poulenc gibt in seinem letzten Interview Auskunft darüber, welchen Einfluss damals Amerikas Musik auf Frankreichs Komponisten ausübte. Welchen Einfluss hatte sie auf Poulenc selbst? Sur moi, nul. Nul. Je sais que ça m'amusait beaucoup, que ça me fascinait, mais enfin, c'était autant Stravinsky, Satie, peut-être. Ont été influencés par le jazz et Ravel dans le Foxtrot de l'Enfant et les Sortilèges. Quoi que ce soit du jazz chez Ravel, très Casino Paris, très rue de Clichy. En fait. C'est de très loin hein, le jazz américain. Le jazz, pour moi, j'ai aimé l'entendre, j'aime encore l'entendre, mais pour moi, c'est une chose qui ne me touche pas. Est-ce que ça a eu de l'importance sur un des six? Non, c'est-à-dire que Millot, c'est tout à fait différent. Millot a été influencé par la musique brésilienne, n'est-ce pas? C'est tout à fait le contraire du jazz américain. Je sais bien que la création du monde, qui est un chef-d'œuvre de Millot, et il y a quelque chose du jazz dedans, mais c'est quand même un jazz sud-américain, non pas un jazz... On retrouve ça dans le bœuf sur le toit, d'ailleurs. Poulenc hat nicht Unrecht. Vielfach, wie beim dritten Satz aus Scaramouche, sieht man das schon am Titel. Brasileira. Und noch dazu an der Vortragsbezeichnung. Mouvement de Samba. Allerdings ist der Rhythmus, den Millot Mouvement de Samba nennt, mit seiner auffälligen Synkope in der Mitte des Taktes, wiederum nicht so grundverschieden von dem, was wir als rhythmisches Charakteristikum beim Ragtime beobachtet haben. Manches bei Millot klingt mehr nach Rio de Janeiro, manch anderes aber mehr nach New York. Zum Beispiel ist ein Hauptmotiv aus der Création du Monde melodisch eine typische Blues-Floskel, identisch mit einem der Hauptmotive
aus George Gershwins berühmter Rhapsody in Blue. So wird das Motiv in der Rhapsody in Blue vom Klavier vorgestellt. Und so, nicht weniger Blue, klingt es in der Création du Monde. Als Darius Milhaud mit Frau Madeleine und Sohn Daniel am 15. Juli 1940 in New York das Schiff verließ, da warteten am Kai schon Freunde aus Deutschland. Lotte Lenya und Kurt Weill, der Komponist der Dreigroschenoper, der auf dem Weg vom Berliner Schiffbauerdamm zum Broadway stilistisch zum vielleicht amerikanischsten all der Musiker wurde, die damals Europa verließen, um sich vor den Nazis zu retten. Unter den Emigranten aus der Generation nach Debussy und Satie waren manche, die Klaviermusik mit Jazz-Elementen komponierten. Darunter nicht wenige Juden, die durch die Emigration den Holocaust überlebten. Zum Beispiel der Deutsche Stefan Wolpe und der polnisch-französische Komponist Alexandre Tanzmann. Oder sie überlebten nicht. Wie Erwin Schulhoff, ein Prager Deutscher, der 1942 als Häftling auf der fränkischen Würzburg den Tod fand. Musik.
Sechs Jahre vorher, 1936, als der Massenmord an den Juden noch in der Zukunft lag, ihre Entrechtung aber schon seit Jahren in vollem Gange war, da verkündete Goebbels: Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden. Jedenfalls waren es bald so viele, sei es in den besiegten Ländern, sei es in Deutschland und Österreich selbst, dass bis heute viele Menschen die Übersicht verlieren und auch solche von den Nazis verfemten Komponisten für Juden halten, die gar keine waren. Schulhoffs tschechischer Landsmann Bohuslav Martinů war zum Beispiel keiner. Auch Ernst Krenek nicht und auch nicht Stravinsky oder Paul Hindemith. Einer, bei dem der Irrtum, so viel ich weiß, noch nicht unterlaufen ist, ist Karl Amadeus Hartmann. Kann sein, weil er die Nazizeit ohne zu emigrieren, also in der sogenannten inneren Emigration, überstand. Das Foto zeigt ihn mit Mio, der 1962 nach München kam, um in Hartmanns Musica Viva-Projekt mitzuwirken. Es ist eines von zahlreichen Beispielen, wie vielfältig sich die Lebenswege, oft waren es ja Überlebenswege, der Komponisten, um die es hier geht, gekreuzt haben. Nicht wenige sind Dokumente langjähriger Freundschaften. Ihre Chronik reicht von diesem Bild, das Erik Satie 1910 in Debussys Wohnung fotografiert hat, bis zu dieser Anekdote, die Alexandre Tansman über Stravinsky zu erzählen wusste. Toujours très bien élevé, très poli, mais enfin, il ne faisait pas des compliments gratuits. Je me rappelle une fois, on était ensemble à un concert à Los Angeles d'un compositeur très connu, donc je ne vais pas dire le nom. Enfin, il essayait de taper ce que Stravinsky en parlait, finalement, il n'en pouvait plus. Il en est revenu, enfin, qu'est-ce que vous parlez, pensez de leur vie. J'ai beaucoup aimé les titres, voilà comment. C'est un homme qui avait un esprit formidable. Ce n'est pas du tout un homme renfermé, comme on s'imagine. Il n'est pas, il n'est pas qu'un homme que les gens qui l'intéressaient pas l'embêtent. Tout. Wie stand es eigentlich zwischen 33 und 45 um die Wiener Schule, womit ja im engeren Sinne ein Triumvirat gemeint ist? Schönberg, Berg und Webern. Alban Berg hatte die Nazizeit kaum noch erlebt. Er war schon Heiligabend 1935, das heißt 3 Jahre vor dem Anschluss Österreichs, an einer Blutvergiftung gestorben. Anton von Webern hatte sie gerade in der inneren Emigration überstanden, da traf ihn noch im Jahre 1945 die versehentlich abgefeuerte Kugel eines amerikanischen GIs. Arnold Schönberg selbst, unter den dreien der einzige Jude, war schon 1933 emigriert und starb 1951 in Los Angeles. Diese drei Komponisten waren nach spätromantischen Anfängen schon in den ersten Dekaden des Jahrhunderts zum Inbegriff einer kompromisslos radikalen Moderne geworden, die nicht nur viele Laien, sondern auch manchen Kollegen überforderte. Bezeichnend das Verhalten des als Komponist ähnlich bedeutsamen Paul Hindemith. Man kann es selbstlos und zugleich ratlos nennen. Selbstlos, weil er sich als Bratschist oder als Programmmacher in Donaueschingen für ihre Musik einsetzte, ratlos,
weil er sie letztlich nicht verstand. Wenn es je große Musiker gab, die nicht um die Gunst des Publikums gebuhlt haben, dann waren das Schönberg und seine Schüler. Und wer diesen Schaden in Kauf nimmt, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Noch in den 70ern will ein amerikanischer Fernsehklamauk suggerieren, die Wiener Schule habe alles daran gesetzt, um nur ja erfolglos und ungenießbar zu sein. Arnie Schoenberg and his second Viennese school. Yes, friends, the International Matthias Bamert Society proudly presents its first exciting new album containing 187 of the all-time greatest hits from the beloved 12-tone masters. You get selections like Moonstruck from Schoenberg's Pierre Lunaire. Den Wein, den Mann mit Augen. Or this catchy melody from Berg's Altenberg Lieder. And remember this from the romantic second movement of the symphony by Webern? Just think, music lovers, all of the most popular 12-tone rows that only this morning you were whistling in the shower or humming on your way to work, complete in one collection, including the immensely popular Pieces for Orchestra by the same genii, like the delightful Three Pieces for Orchestra of Alban Berg. The tuneful Five Pieces of Arnold Schoenberg. And of course, everybody's favorite, the Six Pieces for Orchestra of Anton Webern. Alban, Arnold, and Anton, three of the greatest composers since Joachim Raff. How many times have we been stunned by the virtuoso violin writing in Alban's Violin Concerto? Abgesehen davon, dass außer der Symphonie von Webern keines der hier veralberten Stücke auf der Zwölftontechnik beruht, kein Mensch hat je behauptet, eine Zwölftonreihe sei ein Erfolgsrezept, um everybody's favorite zu werden. Und das wusste Schoenberg auch. Schon 1931, zwei Jahre vor der sogenannten Machtergreifung, sagte er im Berliner Rundfunk: Wem unser Herrgott die Bestimmung gegeben hat, Unpopuläres zu sagen, dem hat er die Fähigkeit verliehen, sich damit abzufinden, dass es immer die anderen sind, die verstanden werden. Gerade darum kann man ihm, wie ich finde, eines gar nicht hoch genug anrechnen. Es gibt bei ihm nicht den leisesten Hochmut gegenüber Erfolgskomponisten wie Gershwin, der mit opulenten und beileibe traditionelleren Klängen geniale und höchst verkäufliche Werke lancierte. Im Gegenteil, Schoenberg hier ganz links im Bild und Gershwin ganz rechts mit Pfeife und Filmkamera waren nicht nur Freunde, Nachbarn und Tennispartner, nein, sie verehrten einander auch als Komponisten. Aus Anlass von Gershwins frühem Tod im Jahre 1937 sagte Schoenberg in seinem schönsten Wienerisch: George Gershwin was one of these rare kind of musicians to whom music is not a matter of more or less ability. Music to him was the air he breathed, the food which nourished him, the drink that refreshed him. Music was what made him feel, and music was the feeling he expressed. Directness of this kind is given only to great men, and there is no doubt that he was a great composer. What he has achieved was not only to the benefit of a national American music, but also a contribution to the music of the whole world. Fraglos war auch und gerade Schoenbergs Musik eine unschätzbare contribution to the music of the whole world. Und war sie daneben auch geeignet oder gedacht als ein benefit of a national American music? Das wohl kaum. Dabei war es auch für Exileuropäer kein Ding der Unmöglichkeit, bei Bedarf traditionell und sozusagen akzentfrei amerikanisch zu komponieren. Ein Beispiel haben wir eben gehört.
Bei Schönberg aber tun sich viele schwer, in seiner Musik irgendein Nationalkolorit dieser Welt zu entdecken. Auch wenngleich sein erstes richtiges Zwölftonstück, geschrieben Anfang 1923, nicht von ungefähr ein Walzer war. Ganz im Gegenteil, man fühlt bis heute vor allem jene Luft von anderem Planeten, die schon in einer seiner Stefan-George-Vertonungen besungen wird. Man bedenke, komponiert wurde das im Jahre 1908 noch auf dem Boden der Tonalität. Der Vorstoß in neue Welten stand also noch bevor. Und doch ist der extraterrestrische Schönberg bereits zu ahnen, bei dem man sich ein bisschen wundern darf, wie entschieden er sich über seine musikalische Heimat definiert hat. Und die bezeichnet er stets fernab jeden österreichischen Anti-Piefke-Ressentiments als die deutsche Musik. So schrieb er, als einmal die Chicago Daily News seine Meinung zum Jazz wissen wollte: Solange es deutsche Musik gibt und man mit Recht darunter dasselbe versteht wie bisher, wird der Jazz auf sie nie größeren Einfluss ausüben als seinerzeit die Zigeunermusik. Bei Schönberg sind solche Worte schon durch seine Biografie über jeden Verdacht erhaben. Provinzialismus, geschweige nationalistische oder rassistische Motive, scheiden aus. Schönberg war ja selbst bei den Nazis als Jude verfemt und seine Musik galt den Nazis als undeutsch, als entartet, als kulturbolschewistisch und so weiter. Wenige Monate nach der sogenannten Machtergreifung sah Schönberg sich gezwungen, seine Professur an der Berliner Akademie der Künste aufzugeben und auch schon zu emigrieren. Aber er hatte schon vor 33 schlimme Erlebnisse mit Hakenkreuzlern und Pogromisten, wie er sie mal genannt hat. Ein besonders schockierendes war ihm schon 1921 in Österreich widerfahren. Die Gemeinde Matzee, nicht weit von Salzburg, wo er sich im Sommer dieses Jahres niedergelassen hatte, hatte offiziell von ihm verlangt, einen Ariernachweis vorzulegen oder aber aus dem Ort zu verschwinden. Schönberg packte tief verstört seine Koffer. Später meinte er dazu: Die Leute dort haben mich scheinbar so verachtet, wie wenn sie meine Noten kannten. Das Erlebnis bleibt kein Einzelfall. Schon 1923 zieht er eine bittere Bilanz. Was ich im letzten Jahre zu lernen gezwungen wurde, habe ich nun endlich kapiert und werde es nicht wieder vergessen. Dass ich nämlich kein Deutscher, kein Europäer, ja vielleicht kaum ein Mensch bin. Wenigstens ziehen die Europäer die schlechtesten ihrer Rasse mir vor, sondern dass ich Jude bin. Schönbergs Vorbehalte gegen den Jazz kann man schon vor diesem Hintergrund nicht mit der üblen Polemik in einen Topf werfen, wie sie damals Kollegen vom Schlager eines Hans Pfitzner von sich gaben, und natürlich auch nicht mit der Propaganda, wie sie später während der Nazi-Zeit in den Kinos lief. Swing ist Trumpf. Wir befinden uns nicht etwa in Afrika, sondern in New York. Auf dieser Tanzkonkurrenz der Nigger werden Urwalderinnerungen als neueste Errungenschaften amerikanischer Zivilisation aufgefrischt. Und weiße Menschen legen anscheinend Wert darauf, die Nigger noch zu übertrumpfen. Das hier sind Teilnehmer einer Swing-Dauertanzkonkurrenz.
Wen es nun Wunder nimmt, dass auch Schönberg eine Berührung mit dem Jazz, sagen wir mal, entbehrlich fand, für den wäre noch manch anderes von ihm für eine Überraschung gut. Als er die Zwölftontechnik entdeckt hatte, ließ Schönberg wissen, er sei nun in der Lage, der, so wörtlich, deutschen Musik die Vorherrschaft für die nächsten 100 Jahre zu sichern. An anderer Stelle spricht er von einer Überlegenheit der deutschen Nation auf dem Gebiete der Musik und an wieder anderer von der Dürftigkeit der Lateiner und ihrer russischen, ungarischen, englischen und amerikanischen Nachahmer. Mit Lateinern sind wahrscheinlich auch Poulenc und Millot gemeint, die ihn übrigens mal besucht haben. Wie ist denn nun aber zu erklären, dass sich ausgerechnet jemand, dem zu Hause so übel mitgespielt wird, so nachdrücklich mit der heimischen Musiktradition identifiziert? Schönberg hat wahrscheinlich nicht im Traum daran gedacht, die Deutungshoheit darüber, was deutsche Kultur sei, ausgerechnet den mörderischen Banausen zu überlassen, die Bücher ins Feuer warfen und dann so taten, als hätten sie das Erbe der Dichter und Denker gepachtet, wo sie es doch verbrannten. Oder als hätten sie Brahms und Bruckner mit Löffeln gefressen, auch wenn die meisten davon nicht viel mehr verstanden als die Kuh vom Sonntag. Jedenfalls nicht im Entferntesten so viel wie Schönberg, den sie wahrscheinlich wie Millionen andere würden ermordet haben, wenn er zu Hause geblieben wäre. Die meisten Komponisten, die von den Nazis verehrt wurden, waren 1933 längst Musikgeschichte. Säulenheilige, die sich nicht mehr gegen posthume Fehlinterpretation und Vereinnahmung wehren konnten. Mir fällt ein, was schon 1849 Franz Grillparzer, der noch 12 Jahre vorher Beethovens Grabrede verfasst hatte, dem Bildungsideal der Aufklärung geweissagt hat. Der Weg der neuen Bildung, sagt er, geht von Humanität durch Nationalität zur Bestialität. Wie prophetisch das war, lässt sich auch an dem widerwärtigen Beethoven-Kult der Nazis ermessen, der Beethovens Ideale und mit ihnen das schillersche Freiheitspathos ins Inhumane pervertiert. Am Vorabend des Geburtstages des Führers eine Feierstunde der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Das Berliner Philharmonische Orchester unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler spielt nach der Ansprache von Reichsminister Dr. Goebbels die 9. Sinfonie D-Moll mit Schlusschor An die Freude von Ludwig van Beethoven. Natürlich gab es unter den Komponisten, die bei den Nazis hoch im Kurs standen, nicht nur Tote, sondern höchst lebendige Zeitgenossen. Biografien, denen viel Unrühmliches zu bescheinigen ist, Berühmtheit umso seltener. Natürlich mit mindestens einer großen Ausnahme, nämlich Richard Strauss. Meister, wir müssen anfangen. Ist Ihnen recht, dass wir im zweiten Akt zuerst anfangen? Jawohl, hier ist alles recht. Das alles erklärt natürlich noch nicht, warum sich Schönberg, den viele irrtümlich für das inkarnierte Gegenteil jeglicher Tradition halten, partout über seine Wurzeln in der deutschen Tradition definiert hat. Ich glaube, Musik war für ihn eine Sprache, deren Bedeutung buchstäblich in ihrer Bedeutung liegt. Ein chinesischer Dichter ist doch nicht nur etwas, das chinesisch klingt, sondern er sagt doch auch etwas. Es wird Zeit zu fragen, was um alles in der Welt ist das eigentlich? Deutsche Musik. Gibt es das überhaupt? Und wenn ja, was ist dann das Typische? Hoffentlich nicht das, was Strawinsky in einem bitterbösen Klavierstück von 1915 so grimmig verhöhnt. Der Titel des Stücks enthält das Schimpfwort Bosch,
das bekanntlich schwer zu übersetzen ist. Aber was damals im Ersten Weltkrieg damit gemeint war, das kann man sich ungefähr denken, wenn man den primitiven und martialischen Stumpfsinn hört, der in dieser klingenden Karikatur aufgeboten wird. Stravinskys Militärmarsch-Parodie hat wenig mit dem zu tun, was Schönberg unter deutscher Musiktradition versteht. Schönberg meint nicht den Trash, der es immer und überall leichter hat als die große Kunst, sondern er meint die Hochkultur, vor allem die von 1700 bis 1900. Und diese zwei Jahrhunderte, die bis heute die Klassikrezeption dominieren, hatten tatsächlich im deutschsprachigen Raum ein unvergleichliches Komponistenwunder erlebt. Um es zu illustrieren, lasse man einmal nur die Generationen zwischen Barock und Spätromantik Revue passieren und auch nur die Berühmtheiten. Was man nicht vergessen darf, es war keineswegs immer so. Vom Mittelalter über die Renaissance bis zum Frühbarock war die Musik nördlich der Alpen eher rückständig gewesen. Ein Nebenschauplatz im Schatten der frankoflämischen und der italienischen Musik. Und was das 20. Jahrhundert betrifft, es ist keineswegs sicher, ob sie sich Henze hin und Stockhausen her oder Bernd Alois Zimmermann hin und Wolfgang Riem her vom tausendjährigen Ausstieg Deutschlands aus dem Kreis der großen Kulturnationen je vollständig erholt hat. Vor allem ist wichtig, Bachs Fugen und Mahlers Symphonien sind herausragende Werke herausragender Individuen, die zwar nationale Eigenheiten zutage fördern, aber darum keine Rückschlüsse auf den Zustand der Bevölkerung erlauben, ihn jedenfalls nicht abbilden. Ob dieser Zustand früher schon ähnlich desolat war wie in den Zeiten von Musikantenstadel oder Techno oder Hip-Hop oder Rap, ist eigentlich gar nicht relevant. Schönberg hat seine Arbeit immer gerne mit Entdeckungsreisen, Höhlenforschung und gefährlichen Expeditionen verglichen. Nicht jeder kann mitfahren. Das ist Sache Einzelner. Und doch erscheint bestürzend und bestürzend aktuell, was er schon 1931, also zwei Jahre vor dem Beginn des großen Zivilisationsbruches, über den Rundfunk sagt. Hier im Rundfunk wird der Mehrheit ihr Recht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit serviert man ihr jenen Ohrenschmaus, ohne welchen sie scheinbar heute nicht mehr leben kann. Und so ist sie immer wild entsetzt, wenn sie einmal für eine kurze Zeit auf diesen Ohrenschmaus verzichten soll. Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend. Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können. Nicht bloß die Überflüssigen. Und die Tätigkeit der Höhlenforscher, Nordpolfahrer, Ozeanflieger gehört zu diesen Notwendigkeiten. Und in aller Bescheidenheit sei es gesagt, auch die Tätigkeit jener, die auf geistigem und künstlerischem Gebiet Ähnliches waren. Auch diese haben Rechte, auch diese haben einen Anspruch auf den Rundfunk. Unser musikhistorischer Streifzug könnte leicht in feuilletonistisches Kulturgeschwätz abgleiten, würden wir uns nicht hin und wieder konkretere Einblicke in die Werkstatt der Komponisten gönnen. Im Falle der hier anvisierten Beispiele aus Schönbergs Klaviermusik sind das vor allem Einblicke in seine sogenannte Methode der Komposition mit 12 nur aufeinander bezogenen Tönen, kurz Zwölftontechnik oder Dodekaphonie genannt. Wie gesagt, Schönberg war überzeugt, jedenfalls 1923 war er das noch, seine Erfindung rette für 100 Jahre die Zukunft, ja die Vorherrschaft der deutschen Musik.
Er war aber auch überzeugt, sein Weg sei seit Jahrhunderten vorgezeichnet. Darum brauchen wir auch den Blick in die eine oder andere Partitur, die in den 200 Jahren von Bach bis Berg zwischen Elbe und Alpen geschrieben wurde, um vielleicht zu verstehen, was Schönberg gemeint hat, als er sagte, ich lege nicht so sehr Gewicht darauf, ein musikalischer Bauernschreck zu sein, als vielmehr ein natürlicher Fortsetzer richtig verstandener, guter, alter Tradition. In den Ecksätzen seiner Orchestervariationen Opus 31 verwendet Schönberg eine Tonfolge, mit der es eine ganz besondere Bewandtnis hat. So klingt sie in der Einleitung. Und so klingt sie im Finale. Es sind die Töne B, A, C, H. Ihre Namen bilden eine Folge von Buchstaben, die als Wort gelesen den Namen Bach ergeben. Oder wie Schönberg sagt, das Symbol des Namens Bach, den jeder gerne anruft als Schutzpatron für eine kühne Aufgabe. Der erste unter den vielen, die dieses klingende Symbol aufgegriffen haben, war Bach selbst, der die Tonfolge noch wie eine Art Unterschrift in den letzten auf uns gekommenen Takten seiner Kunst der Fuge unterbringen konnte, ehe der Tod ihn 1750 daran hinderte, das bereits sehr weit gediehene Werk zu vollenden. Die Integration dieser vier Töne stellt im 20. Jahrhundert keinen Komponisten mehr vor eine kühne Aufgabe, aber das meint Schönberg ja auch nicht. Aber die Töne B, A, C, H oder nach der Tonhöhe sortiert A, B, H, C ergeben ein Material aus lauter unmittelbar benachbarten Tönen. Und das ist ja so ungefähr die Definition der Chromatik. In diesem letzten Fugenthema kommt nach B, A, C, H noch ein Cis und ein D dazu. Es geht also chromatisch weiter. Und drumherum sind, wie so oft bei Bach, alle 12 Töne ständig präsent. Die chromatische Skala gibt es seit eh und je, aber die traditionelle Harmonik legt ihr Steine in den Weg. Schon der italienische Renaissance-Komponist Carlo Gesualdo hat manchmal diese Steine weggeräumt und mehr als 100 Jahre vor Bach leiterfremde Töne, sprich Chromatik, benutzt, verbunden mit Dissonanzen und Akkordverbindungen, die weit über das hinausgehen, was eine erdrückende Mehrheit bis heute als normal empfindet. Durch das, was Schönberg das Unterhaltungsdelirium nennt, lebt ja bis zum heutigen Tag eine ganze Welt in dem Wahn, die Tonalität sei Gott gegeben. Das ist sie aber so wenig, wie ihre Überwindung durch Schönberg vom Himmel fiel.